So, meine lieben Freunde, heute gibt es eine kleine Mod-Vorstellung von dem ICE 3 Doppeltraktion, der für mich extra von dem lieben Yoshi erstellt wurde. Schon mal dafür ein herzliches Dankeschön. Hier seht ihr das Prachtstück und ich wollte endlich mal einen gescheiten ICE 3 in Doppeltraktion haben und dafür habe ich den lieben Yoshi gefragt und er hat sich frei erklärt, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Er ist da, soweit ich richtig informiert bin, auch gerade dabei, diesen Mod öffentlich zu machen. Also er hat zumindest Meister Zogi angeschrieben, aber der ist ja seit längerem nicht mehr im Forum aktiv gewesen. Deshalb kann es eventuell noch ein wenig dauern, aber was ja mich am meisten gestört hat bei einer Doppeltraktion ist natürlich hier die Mitte. Da hat Yoshi eine wunderbare Kupplung eingefügt und er hat die Bugluken aufgemacht. Sehr, sehr schön. Wunderbar gelungen, finde ich, wie im Original. Zudem sind endlich mal nicht mehr alle Pantographen oben, sondern wie wir sehen, vorne ist unten und hinten ist oben, so wie es eigentlich üblich ist bei einem ICE 3. Und zudem haben wir so nicht mehr zwei Triebköpfe mit der ersten Klasse, sondern wir haben hier die zweite Klasse. Wir haben dann in diesem Beispiel die erste Klasse in der Mitte und beenden das natürlich wieder mit der zweiten Klasse. Zug Spitzensignal und Zug Schlusssignal hat er natürlich nicht, weil diese ganzen Funktionen leider noch nicht möglich sind, aber ich hoffe, dass das Urban Games da noch einfügt in nächster Zeit. Da hoffe ich dann wirklich sehr, sehr stark, dass es irgendwann mal kommt. Aber nochmals vielen Dank an dich, Yoshi. Ja, das sieht einfach wunderbar aus. Zudem habe ich dann noch ein bisschen mit Hilfe von Wizard die Länge des ICEs angepasst, denn die stimmte ja auch überhaupt nicht, denn ein ICE in Doppeltraktion ist 400 und ein bisschen zerquetschte Zentimeter lang und wir haben jetzt hier, glaube ich, eine Länge von 402 Metern. Das heißt, wir haben den ein bisschen gestaucht, denn der liebe Ersteller hat diesen ganzen Mod nämlich zu groß skaliert und da haben wir natürlich auch Aushilfe geschaffen. Weil dann passt er auch wunderbar in die 400 Meter Bahnhöfe rein. Ja, und man braucht keinen noch größeren Bahnhof zu bauen. Sehr, sehr schön gelungen. So, jetzt gibt's nochmal ein paar Bilder. Ich sage tschüss, bis zur nächsten Mod-Vorstellung. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.